So, wir sind zurück bei Resident Evil 4, eine Woche später, und wir haben jetzt die Ashley befreit aus der Kirche. Und ja, jetzt können wir uns erstmal wieder daran gewöhnen, an unsere tolle Steuerung. Steuerung, also habt ein bisschen Geduld. Kann sich nur um ein paar Videos mehr handeln, bis wir uns mit der Steuerung angefreundet haben. Ja, und wir haben ja gerätselt, warum kann man oder warum sollte man so ein tolles Spiel wie Resident Evil 4 eigentlich remaken? Jetzt haben wir festgestellt, das liegt auch teilweise an der Steuerung. Sie ist einfach zu veraltet. Und ich finde es schade, dass man die HD-Version für die PS4 einfach nicht auch mit der Steuerung so ein bisschen angepasst hat. Wenn man sich schon mit der Grafik, ne? Wenn man sich schon um die Grafik kümmert, dass man die ein bisschen auffrescht, dass man nicht auch die Steuerung ein bisschen anpasst, aber naja. Kann man nicht ändern. Okay. Müssen wir die jetzt alle besiegen oder was? Haben wir überhaupt Munition genug? So, haben wir ein Bild mal ein bisschen größer gemacht. Ja, bei uns ein sehr schön heißer, sonniger Tag. Bei 30 Grad hocken wir hier in der Butze. Aber ich finde das ganz angenehm, weil der Ventilator bei uns ist an. Ich hoffe, den hört man nicht. Und Jalousie ist unten. Bei uns ist alles sehr verdunkelt. Und eigentlich finde ich es jetzt gerade doch noch angenehm, ne? Also. Wir waren gerade kurz draußen und da war es doch ein bisschen sehr heiß und unangenehm. Es gibt es Schöneres an so einem heißen, sonnigen Tag in der Butze zu hocken und Resident Evil zu spielen. Nicht vieles. Nee. Außer ins Freibad vielleicht gehen, für Abkühlung, ein Eis futtern. Das meine, ne? Dieses Langgehen mit dieser, also eigentlich das Stick der Linke, das geht eigentlich noch. Nur das Schlimme ist, finde ich, die Grafik zu steuern mit dem rechten Stick. Ja. Das ist etwas, ja, weil das so schnell geht halt. Das sind wirklich so eher zum Umgucken Genau, gedacht. zum Umgucken. Aber wenn du mit dem Steuerkreuz läufst, ne, dann geht, ich finde, das geht. Also du brauchst ja den rechten Stick dann nicht mehr. Ja. Ist nur dieses, er läuft dann langsam in die Kurve dann halt, ne? Was haben wir denn jetzt nochmal gemacht letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, aber Also nicht wirklich. die billigen Waffenpistolen haben wir ja jetzt noch nicht nichts mitgemacht. Das war ja der Plan irgendwie, dass wir die neue Schrotflinte, das neue Pistole dann kaufen und die dann tunen. Ja. Neue Red Pistole. 9, ja, genau. Red 9 ist schon mal geil. Das ist noch ein altes Sturmgewehr. Genau, können wir schon mal die alten. Ja. Also wir können ja zum Beispiel jetzt schon mal die alte Pistole vielleicht verkaufen und die Red 9. Punisher. Oder war das die Punisher, die wir gekauft haben? Jetzt bin ich ein bisschen raus. Sind 20.000, ein bisschen viel, Ist ja. viel, ne? Kampf 1-1. Ich glaube, die haben wir doch erst gekauft, oder? Ah ja, die haben wir bekommen. Wir haben doch die ganzen Medaillen gekauft. Gut, und Ja. dafür haben wir noch als Geschenk die Punisher bekommen. Stimmt. So war das. Aber das ist immer noch, hier ist Feuerkraft 1-6, ne? Und Ja. Und den hätten wir, glaube ich, die die Punisher wären nochmal ein halt bisschen. bei 1-1 mit einmal aufgewertet schon. Ja, dann lass die verkaufen. Punisher hier. Dann hat sie mal ganz kurz geholfen. Bei einem Ja, Kapitel. thank you. What are you buying? Ah, ist sie sicher? Ja, was, ne? So einen schönen kleinen Koffer. Also Koffer braucht man hier schon auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht viele Waffen haben. Ja. Ist doch ein bisschen klein. So, das Schulterstück glaube ich auch. Weil das ist für TMP. TMP ist auch an sich nicht verkehrt, das Ding. Oh, das haben wir schon, TMP haben wir. Aber wir können ja nicht die ne? Schulterdinger doppelt kaufen. Nee, aber hier ist noch ein
Hier, Schulter für Red 9. Genau, die können wir noch holen. Ja, wird auch gleich schon wieder ein bisschen enger dann. Okay. Ja, kostet auch gleich. Einmal Kapazität hier. Thank you. Finden alles noch. Ne? Die noch nicht, ne? Nee, das Gewehr, es lohnt nicht. Das ist so ein altes. Also das normale Gewehr ja sowieso nicht. Sturmgewehr haben wir ja, glaube ich, schon voll getunt. Wollen wir hier was machen? Die Kapazität würde ich vielleicht gerne. Oder die. Oder beides. Ich glaube, die Feuerkraft ist ziemlich schwach bei der Temp hier am Anfang. Und die Kapazität 50 ist irgendwie so, weiß ich nicht, es geht so schnell halt leer. Aber man kann das Ding, glaube ich, auf 200 hochtunen. Das ist schon geil. Gut. Ja, so ein bisschen sparen. Jetzt hast du keine Waffe. Jetzt muss man nicht mal so aus. Haha, jetzt kommt das wieder. Jetzt kommt das wieder. Ne, die Mitte, glaube ich, ne? War das. Mitte macht. Genau, die Mitte macht das. Aber wenn man wenigstens das ändern könnte, das mit dem. Mit der Mitte. Das ist halt die Sache PS4 HD-Version, weil du hattest auf der PS2 keinen Knopf in der Mitte. Ja. Guck mal, da ist ein Stern, da ist ein. Um was versteckt. Ein Schätzchen. Ja, hier diese Lava-Lampe. Feuerlampe. Oder? Ne, da oben, da. Ich dachte, da glitzert. Ja, ich glaube, das hätten wir auch gesehen, wenn wir den Schatz nicht gekauft hätten. Schatzkarte. Ah, jetzt. Ich mein Handy da hinten. Shit. Lass mir mein Handy mal kurz. Ich wollte noch eine Antwort schicken. Danke. Mhm. Muni ist immer gut. Oh. Was macht denn die Lavalampe eigentlich? Du kannst doch nur. Wait. Achso. Okay. Ja, du kannst ja Ashley jetzt steuern. Ja. Aber ich fand das auch gerade geil mit dem Wait. Wait. Okay, weiter geht's. Ich glaube, mal so ein paar Pausen machen, dann wieder Resident Evil 4 spielen, dann kann man sich an die Steuerung gewöhnen, ein bisschen. Bis es hektisch wird. Bis es dann mal hektisch wird. So, von 2,35 auf 2,44, aber noch nicht so viel Action gehabt in dem Moment. Ich glaube, links kann man noch die aufmachen. Unten? Ne, kann man nicht? Okay, kann man nicht. Kann man nicht. So, ich glaube, ab jetzt bin ich auch überfragt, was jetzt noch so kommt. Wir sind jetzt wieder im Dorf anscheinend. Im Dunkeln. Ja. Wir müssten eigentlich die nur irgendwie hier rausbringen. Eigentlich ja. Aber es wäre ja zu einfach. Ja schön, die Brücke ist ja eh kaputt, da kommen wir sowieso nicht mehr zurück. Deswegen müssen wir ja irgendwo hin, wo man. Wo man noch nicht war. Irgendwie. Ich glaube, das Geschieße können wir uns auch eigentlich sparen. Wir können höchstens die Pflanzen nochmal ein bisschen Kombi. Ja. Irgendwie ein Ziel oder so haben wir nicht, ne? Sieht so aus, hier oben, hier unten, ne? Da waren wir ja schon überall. Das ist ja die Kirche da. Ganz verschlossen. Ich glaube, dass das H. Ne, H ist Händler. Steht denn da rechts? Schatz, Mini-Händler, Schreibmaschine, Ziel. Wo ist denn das Ziel? Wo zeigt denn das Ziel hin? Gehen wir mal nach hinten oder vergrößern. Da ist das Ziel.
Das ist irgendwo, ja, das, was hell leuchtet. Also das helle Rote. Ah ja, eigentlich brauchen wir dann ja nur da durchlaufen. Die sind ja eher unwichtig. Komm, wir müssen hier weg. Einfach da, wo die Zombies im, oder die Dorfbewohner im Weg stehen. Ich glaube, die kann es auch. Ja, aber ich weiß nicht, die kann. Oh, Ashley hat was abgerichtet. Ashley. Ach, die ist da. Oh nein, ist die doof, ey. Ich glaube, jetzt kannst du ihr das auch geben, dieses Scheißzeug. Okay, wir haben auch 4 Leben. Verwenden. Ja. Okay, die doofe Olle, ey. Rutsch, läuft sie da rein, das war so klar. Ah. Ja, die Pistole ist noch ein bisschen schwach halt, ne, auch. Shit. Das sind jetzt schon viele, Mann. Ich glaube, du musst Ashley holen. Du hast sogar selbst den. Oh, jetzt ist er weg. Die ist weg. Wie war ich noch hier? Ist in eine andere Dimension, ey. Das sah ja aus, ey. Total crazy. Doch, du kannst da auch irgendwo verstecken in so einer Truhe, aber ich bin mir nicht sicher, wo die. Da hinten links. Da ist eine Truhe. Oder? Nee, da ist keine Truhe. Man kann es natürlich auch versuchen durchzurennen, aber ich glaube, es ist zu einfach. Bin ich sicher, ob du damit einen Schlag jetzt. Da pass auf! Sie geht ab. Ich weiß auch nicht, ob du jetzt einfach. Nee, geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Komm, lauf, 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 egal. Hol sie. Mir jetzt schon auf den Sack, die Olle. Gerade noch so, ey. Oh nein, und dann erschießt er. Oh mein Gott. Ja. Okay, einmal noch. Okay, wenn wir jetzt mal alle Tode durchgeführt, was kann passieren, wenn Ashley irgendwie Scheiße baut oder sie uns nervt? Einfach mal wegschicken lassen, einfach mal töten. Volle Programm jetzt. Sieht ja schon stylisch aus, die Pistole, aber die taugt noch nicht so viel. Oh, oh, Achtung. Achtung, Ashley. Ja. Hey, rechts, 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 da hinten. Nicht killen, Ashley. Das war aber knapp. Nimm doch die Schrotgewehr oder so. Oder die 10P oder sowas. Ja, der Schnellzugriff fehlt auch irgendwie, finde ich. Ach, hier. Nee, ich mache, okay. Top Anfang. Viele. Man kann halt auch nicht laufen und zielen, also das fällt mir auch gerade ein. Also vieles nicht. War das überhaupt hier? Nee, ne? Nee. Shit. War das da? Ja. Auch nicht? Blöd. Ach, da hinten war der, Alter. So, mal gucken, wie weit ich komme.
Come on, come on. So, bleib bitte rechts, Bitchy. Sehr nice. So. Come on! Ach, scheiße. Aua. Ist einfach, hier liegt doch dieser Kack auf dem Boden. Geht doch. Ach, scheiße, da ist noch einer auf dem Boden. Alter, so viele. Okay. So einfach. Ganz einfach. Schrotgewehr, hier, siehst du, da kannst du sie verstecken. Geht in. Ach, jetzt war ich so. Ausgeht ja zum Glück schnell. Bisschen. Wir haben so viele Granados. Granaden, ne? Stimmt. Das ist ja echt viel. Ja, ein paar benutzen. Ich komme ja mal wieder so ein Kettensägen, Heini. Ja, ich glaube auch, da kommt auf jeden Fall. Ich wollte gerade auch fragen, warum sollte ich die jetzt da eigentlich irgendwo reinpacken? Oh, ich dachte schon. Irgendwie kommt ja kaum einer hier. Du bist ja raviniert. Boah, das ging aber doch schnell nochmal. Ich wollte schon fragen, wann gibt's denn mal wieder was? Ach nein. Ich hasse das mit diesen Viechern. Backe! Ja. Oh, lohnt sich doch noch mal rumzugucken. Der Weg ist auch so weit von dem Controller hier zu dieser Mitte. Ne. Oh. Ah. Hänschen, also man kann hier doch noch mal ein bisschen was abstauben. Was ist das denn hier? Muss aber echt aufpassen mit dem Laufen. Das ist doof. Geht nur in eine Richtung. So. Ja, ist ja schön. Leute, diese Kiste hier, wo nichts drin ist. Ich sehe da auch nichts auf dem Boden. Das sieht alles so nach Pallen aus. Wo geht denn das jetzt nochmal lang? Ah, jetzt hab ich den falschen Knopf gedrückt. Ja. Links. Ach so, wir müssen dann da irgendwie darüber, ne? Jo, rein ins Haus und dann. Ja, keine Ahnung, dann hole ich sie jetzt her, ne? Ist ja keiner hier. Obwohl, wo ist einer? Kannst du die von hier aus rufen? Ja. Mein Schoßhündchen kann ich herpfeifen. Da oben steht einer. Der war ja luschig. Ach, da bist du ja schon. Der gibt wieder nichts. Also Pistolmuni haben wir auf jeden Fall hier eine ganze Menge. Ja. Scheiße, falscher Knopf. Nein. Die finde ich am coolsten, die TMP. Schon ab.
Dann gehen wir erstmal wieder. Hä? Das Tor ist verriegelt. Nö. Ah, fuck, ich bin in der falschen Richtung. Hä? War das eigentlich auch zu. Och, Mann, ey. Oder war das das da hinten? Nee, ist doch voll die falsche Richtung. Also doch noch mal hoch. Aha. Drei Schüsse brauchen die Viecher. Ach, hier unten. Wie war der Troll oder nicht? War das hier? Ich glaube, der Troll war da, ja. Ach komm. Sieht doch ganz klar dann noch aus, dass es hier lang geht. Aha. Ah, ja. Jawohl. Danke. Ja, aber doch was zu was nutze. Ah, unser Freund schon wieder. Den brauchen wir nicht mehr, oder? Guck mal, vielleicht machen wir einmal noch mal die Pistole. Ja, die ist echt schwach, ey. Got a selection of good things. What are you buying? Is that all, stranger? Thank you. Ladegeschwindigkeit würde ich ganz gerne noch mal machen. Das hat echt lange gedauert mit dem Nachladen. Thank you. Ist ja auch nur noch die Red 9. Theoretisch können wir die. Kommen wir raus. Wir machen es so oder so. Gibt nichts mehr zu kaufen jetzt, also ist das okay. Leon, I have some bad news. Nein. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Es gibt den Treffpunkt. Warum will jemand nicht, dass wir ihn gehen? Was werden wir tun, Leon? Ich hätte es gesagt, aber wir sind sandwiched, alright? Quick, in der Cabin! Oh, da kann ich mich dran erinnern. Es war. Schwierig. Ach, jetzt kommt er wieder, ne? Hier unser Luis. Luis Enrique. Ja, müssen wir jetzt verteidigen. Ja. Wieder. Das hat damals auch echt lange gedauert. Da mit dieser Steuerung. Ja. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she? Well, you know. Don't worry, she's cool. Eh, never mind. Gar nicht cool, ne? Eine Nervensäge. Before you turn into one of them anyway. Look. Ashley, upstairs. Okay. Halt auch die. Red 9. Wir sind Red 9 Busenfreunde. Oh, hier gibt's sogar Munis. Jo, da ist doch gut alles. Ha? Gelb und rot. Ja, da kann nichts mehr passieren, Leute. Ja. Dann ist doch alles sicher. Alles safe. Ist doch, glaube ich, eh nur eine Frage der Zeit, ne? Irgendwie. Ich glaube. Tja.
Theoretisch kann man doch. Oh shit. Ups. Da sieht doch Judah aus. Und hier oben eigentlich wer? Nee, hier oben ist doch okay. Da versteckt sich die Olle. Ja. Dann gehen wir mal runter. Ich hör da schon Action. Kann ich eigentlich auch rausgehen? Ich kann es nehmen, okay. Er hat mir was gegeben. Eigentlich hat man ja genug für alles, ja. Genug? Ja, die kriegst du ja, du hast sie einfach nur reinlassen. Und dann nimmst du das. Das ist wie bei Resident Evil 3 im Remake, wo du mit Carlos kämpfst und wo Jill, ne, da, wo die da nicht rein durften. Das ist ja erstmal rein. Oh. Erstmal reinkommen lassen und dann. Ich hätte gerne ein bisschen mehr TMP-Munition. Eigentlich auch am besten nicht auf den Kopf schießen, damit diese Scheiße nicht explodiert. So wie jetzt hier. Nix okay. Guck mal, die Scheiße geht nicht tot hier. Aua! Ach komm, ich hab doch gedrückt, Mensch. Jetzt ist er jetzt wieder hin hier. Oha! Er lässt mich einfach allein hier. Ich hol mal Granate hier. Ja, das weiß. Boah, guck dir an, wie stark die ist. Die haut alle um. Ey, das ist so doof beim Nachladen. Aua. Ach, das ist doch dumm. Wie, habe ich kein Leben mehr? Doch, da. Ich wollte schon sagen jetzt. Fritz das! Wow! Hallo! Scheiße. Will das aber auch einsammeln halt alles, ne? Es gibt auch viel Money. Werfe ich mich jetzt hier in die Ecke und dann werfe ich das. Und dann nehme ich meinen MP. Oh, ich gehe jetzt nach oben. Mir hier. Ach, er wartet schon auf mich. Ich würde jetzt auch nicht so viel Muni verballern, sondern einfach auch noch mal ein bisschen werfen. Okay. Machen wir los, Leute. Ein Schutz. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Oh, mutig, ey. Hier sind gerade alle weg, ne? Ja, nice. Eigentlich doch ziemlich easy. Geht doch sehr schnell, das Level 2 bis 2. Die Kapitel sind sehr kurz, finde ich eigentlich, oder? So lange gehen die gar nicht, die ersten. Ey, wir haben zwar jetzt 3 Stunden schon wieder. Wie lange hat das jetzt gedauert? Wir haben um 1/2, also 2,5 hatten wir gestartet. Das hat jetzt knapp 30 Minuten. Genau, halbe Stunde. Ein Kapitel, eine halbe Stunde, okay. Ich finde, aber kam jetzt nicht so lange vor.